Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um Jakob und Esau oder Edom, wie die Juden sagen. Da gibt es eine Auslegung zu. Jakob steht natürlich dann für Israel und Edom oder Esau steht für die Nichtjuden, speziell für die europäischen Juden laut Maimonides. Und laut Obadja muss Edom zerstört werden. Wenn wir uns das in der Bibel anschauen, dann gibt es eigentlich eine ganz interessante Ordnung. Und zwar sagt Gottes Wort, dass immer der Erstgeborene den Segen erben muss. Wenn man das aber anschaut, dann hatte Abraham zwei Söhne, nämlich Ismael und Isaak. Wer hat den Segen geerbt? Isaak, der Zweitgeborene, also ganz entgegen dem, was Gott eigentlich im Gesetz festgelegt hatte. Isaak hat dann auch wieder zwei Söhne, nämlich Esau und Jakob. Wer hat den Segen geerbt? Jakob, der Jüngere, nicht der Ältere. Jakob hatte 12 Söhne, aber da gibt es eine interessante Geschichte, dass nämlich Josef in Ägypten zwei Söhne hatte, Manasse und Ephraim. Und dann ist so, dass der Josef, der nimmt den Ephraim in seine rechte Hand und den Manasse in seine linke Hand und stellt sich vor den alten Josef, vor den alten Jakob und möchte gerne, dass Jakob diese beiden Söhne segnet. Und er nimmt den Ephraim rechts und den Manasse links, sodass Manasse an Jakobs rechter Hand ist und Ephraim an Jakobs linke Hand. Und dann ist es so, dass der Jakob seine Hände verschränkt. Also der legt die gegenüber, quer gegenüber und über Kreuz und segnet so dann den Ephraim mit seiner rechten Hand und dem Manasse mit der linken Hand. Also auch da ist es so, dass wieder der Jüngere den Segen ererbt und nicht der Ältere. Bei Lea und Rahel sieht man das auch. Lea war die Ältere und die Erstgeborene und die sollte eigentlich zuerst verheiratet werden. Aber Lea hatte keine hübschen Augen, kein hübsches Angesicht. Ja, so steht in der Lutherbibel, steht, sie hatte blöde Augen. Ist aber ein altes Deutsch, ja. Ist ein Wort, was sich auch sehr geändert hat in seiner Bedeutung. Aber Lea war keine hübsche Frau, aber Rahel war eine hübsche Frau und Rahel hat den Segen geerbt. Auch da erbt die Jüngere vor der Älteren. Also wir sehen immer wieder diese Ordnung in der Bibel. Und heilsgeschichtlich ist es so, dass nicht Israel als erstgeborener Sohn, so sagt ja die Bibel, Israel ist mein erstgeborener Sohn, nicht Israel als erstgeborener Sohn hat den Segen geerbt, sondern die Gemeinde Jesu Christi, die hat den Segen geerbt. Inwiefern denn? Die Gemeinde Jesu Christi kennt so etwas wie Wiedergeburt, von neuem geboren zu sein, Gottes Wort im Geist zu verstehen, Gottes Gesetz in Geist und in Wahrheit zu verstehen, nicht in den alttestamentlichen Schattenbildern zu leben, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. Die Gemeinde Jesu Christi zeichnet aus, dass sie Jesus Christus erkennt als Sohn Gottes und dass sie zu ihm gehört als ein Leib, das so wie Adam zu Eva gesagt hat, als er sie im Paradies sieht, als Gott sie aus seiner Seite genommen hat, das sagt Adam zu Eva, das ist ja Bein von meinem Bein, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch. Und so sagt Christus im Neuen Testament zur Gemeinde, das ist ja Geist von meinem Geist. Das hat Christus zu Israel nicht gesagt. Ein Überrest von Israel ist auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen, natürlich. Und in der Endzeit kommt auch wieder ein Überrest Israels zum Glauben an Jesus Christus. Aber der Hauptteil, ich sag mal, der neutestamentliche Teil des Volkes Gottes, der hat den Segen geerbt. Das ist der neue Bund, das ist der zweite Bund, das ist das neue Testament. Im Neuen Testament ist dieser Segen zu finden. Und dieser Segen besteht darin, dass alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, wiedergeboren sind. Und dass die Gottes Geist haben. Dass die das Wort Gottes nicht tun sollen. Israel sollte ja das Wort Gottes tun, Israel sollte das Gesetz tun im Alten Testament. Aber wir sind im Neuen Testament aus dem Wort Gottes gezeugt. Ja, Israel sollte das Gesetz vom Sinai tun, aber wir essen das Wort Gottes. Ja? Und wir sind Gottes Wort. Wir sind aus Gottes Wort gezeugt, wir essen Gottes Wort und wir sind Gottes Wort an die Welt. Das, was Israel immer wieder sagt, dass Israel ein Licht für die Nationen sein will, das ist eigentlich zu wenig, weil Israel ja. Gerade so die rabbinischen, talmudischen Juden, die haben nichts anderes als Gesetz. Die haben nichts anderes uns zu bringen als dieses aaronitisch-levitische Gesetz, was am Sinai gegeben wurde. Das hat sich aber überlebt. Das ist, wie der Hebräerbrief sagt, was alt und überjahrt ist, das ist nahe bei seinem Ende. Das hat aufgehört. Das aaronitisch-levitische Priestertum, das gibt es nicht mehr. Das gibt es auch deswegen nicht, weil es keinen Tempel gibt. Und weil es keinen Tempel gibt, können auch
die Juden diesen Ritus überhaupt nicht ausführen. Ich spiele euch mal gerade kurz einen Clip ein von einem Rabbiner, der das auch ganz offen sagt. Schauen wir uns mal an. No one has to feel guilty if he doesn't do it. Everyone goes to heaven. Jeder kommt in den Himmel, wenn er die Tora hält, wenn sie aufs Wort Gottes hören. Wir sind die Juden, wir haben 613 Gebote. Obwohl 70 oder 80% können nicht angewendet werden, weil wir nicht den Heiligen Tempel in Jerusalem haben. Also viele sind zurzeit nicht in Kraft. Aber wenn der Messias kommt, dann gehen wir zurück zu den 613 Geboten, die wir haben. Ja, also hier sieht man schon, dass er selber auch zugibt, dass das aaronitisch-levitische Priestertum überhaupt nicht ausführbar ist, ja, weil kein Tempel da ist und weil seit 2000 Jahren kein Tempel da ist und weil kein hoher Priester da ist und weil kein Opfer da ist und weil deswegen auch keine Reinigung da ist und weil keine rote Kuh da ist. Und wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater auch nicht. Und wir sehen, dass die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu Christi, wie immer man das nennen will, dass die Gläubigen des neuen Bundes, die Gottes Geist haben und die Gottes Wort dem Wesen nach verstehen können, die haben den Segen geerbt. Und was ist mit Israel? Israel hat es nicht geerbt. Israel ist verstockt. Ein Teil von Israel ist auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen, aber nur ein Überrest. Aber der Großteil des Volkes ist verstockt, so wie Paulus auch im Römerbrief schreibt in den letzten Kapiteln. Die Gemeinde Jesu Christi hat den Segen geerbt, genauso wie Isaak den Segen geerbt hat, wie Jakob den Segen geerbt hat, wie Ephraim den Segen geerbt hat, wie Lea den Segen geerbt hat. So ist der Segen des Geistes Gottes und der Wiedergeburt in Jesus Christus im Neuen Testament, im Neuen Bund zu finden, im Zweiten Bund und nicht im Ersten Bund. Und das wird in der Bibel im Alten Testament schon angedeutet. Eigentlich müsste man sagen, dürfte es überhaupt keine Juden mehr geben in dem Sinn. Denn die Frage ist ja, was ist ein richtiger Jude? Was ist ein Jude im Sinne Gottes? Naja, ein Jude im Sinne Gottes ist der, der glaubt, was Gott tut. Wenn aber Gott seinen Sohn schickt, den er tief im Alten Testament, in den Propheten und im Gesetz und schon in den ersten 5 Büchern Mose angekündigt hat, wenn Gott diesen seinen Sohn schickt, dann müsste ein Jude, wenn er denn ein echter Jude ist, dann müsste er auch an Jesus Christus glauben. Eigentlich müssten alle Juden an Jesus Christus glauben und damit wären auch alle Juden wiedergeboren. So wie Paulus ja auch sagt, diese Verheißung gilt zuerst für die Juden und dann auch für die Griechen. Weil Israel sich aber verstockt hat und bis heute verstockt ist und nur ein Überrest von Israel, von Israeliten, von Juden, von Israelis an Jesus Christus glauben. Deswegen ist auch diese Verheißung wahr geworden und wir sehen, dass die Gemeinde im Neuen Testament durch Gottes Geist Gottes Willen versteht im Wort Gottes. Nicht nur allein nach dem Buchstaben das versteht, sondern das Gesetz des Geistes hat, das Gesetz Christi hat, das Gesetz der Freiheit hat. Und so auch das Alte Testament liest, so wie auch Johannes im ersten Johannesbrief sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das von Anfang an war. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Das ist das Licht des Geistes. Das ist denen vorbehalten, die wiedergeboren sind, die eine neue Natur haben in Christus. Das ist Israel versagt geblieben, das ist den Juden versagt geblieben. Und sie sagen zwar, sie wollen ein Licht sein für die Nationen, aber sie können kein Licht sein für die Nation, weil sie selbst kein Licht haben. Hätten sie Licht, würden sie Jesus Christus predigen. Hätten sie Licht, wüssten sie, dass das aaronitisch-levitische Priestertum beendet ist und auch nicht mehr aufkommt, weil ein neues Priestertum gilt. Und dieses neue Priestertum ist das Priestertum Jesu Christi nach der Weise Melchisedeks. Und zwar ein ewiges Priestertum, ja, ein Königpriestertum. Christus ist nach seiner Auferstehung unser hoher Priester geworden. Das heißt, wir haben einen hohen Priester. Wir haben durch Golgatha auch ein Opfer. Deswegen haben wir auch Reinigung, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist alles das, was die Juden nicht haben. Wir haben auch einen Tempel, da sind wir nämlich selbst durch Gottes Geist in Gnade und Wahrheit. Wir haben also durch den Sohn auch den Vater und sind damit im Segen Gottes. Das ist etwas Schönes und ist angedeutet dadurch, dass bei den Patriarchen immer der zweite, der zweite Sohn den Segen geerbt hat und nicht der erste. Das ist eine wichtige Sache, schön drüber nachzudenken und schön zu sehen, dass die wiedergeboren sind, Gottes Wort im Geist und in Wahrheit verstehen. Und zwar sowohl das Neue Testament als auch das Alte Testament.
In einigen der kommenden Folgen möchte ich gerne noch ein bisschen dieses Gesetz des Geistes anschauen. Möchte auch ein bisschen anschauen, wie man dann die Bibel lesen darf. Mit 3. Mose 14 haben wir das schon mal gemacht, mit diesen beiden Vögeln, ja, die, wo ein Vogel geopfert wurde, geschlachtet wurde über frischem Wasser und der andere Vogel wurde in dieses Blut getaucht und wird dann aufs freie Feld fliegen gelassen. Das ist ein Bild auf das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Ganz in Kürze gibt es einen Clip, könnt ihr kurz gucken, in der Liste findet ihr relativ schnell. Ich hatte das mal gemacht, irgendwie zu Ostern 2020 und habe das dann auf Wunsch von einem Hörer oder Zuschauer nochmal hochgeladen. So dürfen wir Gottes Gesetz sehen und lesen. Das heißt, dieses Wort gilt immer noch. Das ist kein neues Wort, was wir haben, aber das wahre Licht des Geistes, das scheint jetzt. Und durch die Wiedergeburt und durch Gottes Geist können wir die Bibel so verstehen, dürfen sie so lesen und finden die Auferstehung und Golgatha, das Sterben und Auferstehen Jesu Christi, sogar im Gesetz des Mose. Wissen aber, dass ein neues Priestertum begonnen hat. Das Priestertum Jesu Christi, der ein Priester ist nach der Weise Melchisedeks. Das ist nämlich ein ewiges Priestertum und kein Priester, der aus Menschen genommen wurde. Derweil haben die Juden keinen Tempel, geben selber zu, dass sie nur einen Bruchteil des Gesetzes überhaupt halten können. Und da müssen wir leider sagen, dann hat Israel auch kein Licht für die Nationen und für die Völker. Die Völker haben das Licht Jesu Christi gesehen in den letzten 2000 Jahren. Und es ist ein großer Jammer, dass die Christenheit aus den Nationen Jesus Christus auch verlässt und auch wieder irdisch gesinnt wird. Die einen wenden sich zum Gesetz, die anderen werden weltförmig. Die Christenheit ist selber in einem sehr beklagenswerten Zustand. Das muss man zugegebenermaßen auch sagen. Deswegen halten wir fest an Gottes Wort und an Jesus Christus und freuen uns, wenn er kommt. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.